Watzke. Ja. Deine CD-Präsentation. Ja, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Genau. Aber ich weiß nicht, ich dürfte nicht in den Ohren machen. Ich habe jetzt 3 Monate nur gearbeitet. Ne? Und ich habe gestern Abend haben wir hier noch so ein bisschen jetzt, da jetzt gemacht, da jetzt gemacht. Und dann hast du gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gearbeitet wie heute Abend. Ne? Kann ich bestätigen. Ja. Naja, aber es macht trotzdem Spaß, wenn ich jetzt die ganze Lücke, die hier gekommen sind, das ist also schon irre. Tolle Sache. Und es ist noch nicht Ende. Also es fängt noch erst an und dann sind wir, das wird immer voller hier drin. Also irgendwie irre. Ja. Ja, ich denke mal, in einer halben Stunde oder einer Stunde werden die hier die Schlappacher Straße, die müssen die dann sperren. Ne? Ich glaube doch. Schon die schon angerufen? Quatsch. Das denke ich auch. Also das wird bestimmt nicht lange dauern. Also wir stehen ja jetzt schon hier traubenweise vor der Türe. Ja, ja. Tommy, wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Spaß. Ich werde mal gucken, ob wir den einen oder anderen vielleicht auch noch einfangen können, der vielleicht noch was zu dir sagt oder warum er heute hier ist. Ja, ja, gut, okay. Und dann gucken wir mal. Toi, toi, toi. Ja. Bis gleich. Ich wünsche dir viel Spaß. Okay. Bis gleich. Tschüss. Ah ja, ach ja, hey. Ja, Larry, komm dazu. Komm her. Komm dazu, komm. Das ist Larry Rieger, bekannt von den Kölner Straßenfesten. Und der wird heute Abend hier die CD-Präsentation von Tommy Watzke führen, durch das Programm führen. Richtig. Und da freuen wir uns schon sehr, sehr lange tierisch drauf auf diesen Abend. Und es ist schön, dass ihr dabei seid und dass wir sehr viele Gäste haben. Und es wird bestimmt ein toller Abend. Ich freue mich auf die Moderation. Richtig toll drauf. Dankeschön. Also ich muss auch noch was sagen, weil der Larry ist also ein sehr, sehr guter Freund von mir und der hat so eine, wie nennt man das, was du da hast mit der kleinen Kinder? Wie eine, heißt das? Eine Aktion, Künstler helfen Kindern. Das sag ich jetzt. Das hast du. Künstler helfen Kindern und ich bin jetzt ein paar Mal dabei gewesen und ich finde das einfach toll und man kann sich auch darauf verlassen, also jeder Cent, jeder Euro kommt wirklich zu den Kindern und nicht zum Larry und nicht zu sonst einem. Da kriegt auch Kinder wie nennt man das, Geld oder irgendwas, ja nichts. Ne? Das geht 1:1 alles zu den Kindern und deswegen tun ich der unterstütze. Richtig. Und so sind die Kölsche. Und das ist toll, Tommy, dafür danke ich dir und wie gesagt, es ist dann selbstverständlich, dass ich dich heute an deinem großen Abend eben begleite und genauso unterstütze. Vielen Dank. Vielen Dank, alles klar. Bis später. Ja. Jetzt das Küsschen immer noch nicht aufgenommen. Und jetzt das Küsschen. Jetzt das Küsschen. So. Wenn du mich hast, brauchst du keine Kinder mehr. Wie ein Kind zu sein, das fällt mir gar nicht schwer. Ja, dann kann ich wirklich sein, so wie ich bin. Denn in hey! Was machst du denn heute hier? Stell dich mal vor. Ja, ich bin der Michel von der Ruse und ich wollte meinen alten Kameraden Tommy mal heute live hören. Bei der CD-Präsentation und ich freue mich drauf. Ja, und wir freuen uns, dass du auch gekommen bist. Ja, klasse. Sehr gerne. Dann wollen wir dem Tommy mal schönen Glück wünschen für gleich, ne? Das machen wir auf jeden Fall. Super. Tschüss. Tschüss. Hey, und was machst du heute hier? Ja, ich bin heute beim Tommy, ne? Mal ein bisschen gucken, bin mit Michel gekommen. Ja, ja, stell dich mal vor. Ja, ich bin der Heiko Scherhans, ich bin der Schlagzeuger von der Ruse. Ja, und heute gucken wir mal, was unser alter Frontsänger jetzt alleine so macht. Ja, super. Der wird sich bestimmt riesig freuen, dass so viele gekommen sind heute. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Und gleich geht's dann auch schon los. Wir müssen dann gleich mal schauen, ne? Wir freuen uns. Bis dann. Tschö. Manni von den ehemaligen Butterflies. Ja, genau. Dich hat auch hier die CD-Präsentation von Tommy hergetrieben, ne? Ja, klar. Unser alter Freund Tommy, den muss man natürlich jetzt begleiten auf seinem weiteren Weg, ne? Und hoffen, dass es so weitergeht, denn ich hatte eben noch mal zu Hause etwas zur Revue passieren lassen, unsere Vergangenheit und so. Und das war also so eine schönhafte, traumhafte Zeit. Aber der liebe Gott, der wollte wahrscheinlich so, dass alles so gekommen ist und er auch dann eine neue Band gesucht hat und so weiter. Und ist leider krank geworden, aber über das Ganze hinaus, der liebe Gott, der wollte, dass es jetzt für ihn neu aufgeht. Und da freuen wir uns, wir Bönche, Junge, der Ali und ich, so besonders drüber. Ja.
Und wir wünschen ihm gleich viel Glück für seinen Start. Das auf jeden Fall. Nicht mehr lange, dann geht's los. Genau. Irre viele Leute hier. Ja. Die Bude platzt aus allen Nähten hier. Ja, ja, gleich ja. Steht alle hier auf der Bergisch-Klapperer Straße. Das ist ja. Das ist ja. Ne? Eine Viere, ne? Das Wetter spielt auch mit. Also der liebe Jörg, der ist uns heute so was von gut gesonnen. Kann ja nichts Schlimmeres passieren. Ne? Okay. Manni, danke dir für deine netten Worte. Ich danke auch. Macht's gut. Wir sehen uns gleich. Ciao. Dadurch träum ich von dir. Ich weiß, dass mit uns zwei ist vorbei. Doch keiner kann bestimmen, dass mir jetzt noch für dich schlägt. Dass mit uns war mir niemals einerlei. Im nächsten Leben will ich, ob dich warte. Hier haben wir auch eine ganz liebe Freundin von Tommy. Ja. Die habe ich jetzt gefragt. Und warum bist du heute hier? Ja, um dem Tommy seine neue CD mal sich anzuhören. Der bringt ja tolle Lieder. Und ich kenne ihn auch schon ziemlich lange. Ich habe gerade gesagt, in der närrischen Hitparade mal. Da hat er mich mitgenommen. Das war super, haben die ja den ersten Platz gemacht in der Vorrunde. Das war echt toll. Ne? Ja, und ich kenne ihn schon, wie er bei den Buren angefangen hat. Da war hier das Straßenfest, da habe ich ihn kennengelernt. Seitdem kennen wir uns. Ja. Ja. Ja, und wir sind ja auch heute hier, um ihn zu unterstützen. Ne? So ganz ist es. Feste genau. Und ganz dolle. Ja. Und es wird immer voller und voller und voller. Also ja, ich stehe alle schon auf der Straße. Ne? Ja, oder? Toll. Ich finde das toll. Ja. Und wir freuen uns für Tommy und drücken ihm dann gleich die Daumen. Ja, ich nehme auch die dicken Zehen noch mit. Du nimmst die Zehen noch mit. Die dicken drücke ich mit. Okay, bis dann. Ciao. Ciao. Jason. Hallo. Steht ja auch ganz groß da drauf. Genau, ja. Erzähl mal, wer bist du? Ja, ich bin Jason Spickerath, bin 13 Jahre alt, komme aus Köln und mache Musik und singe auch. Ja. Ja. Und was singst du? Verschiedenes, von Nothing in Heaven's Door bis Wolfgang Petri bis eigene Sachen, viel. Boah, du hast schon eigene Sachen? Ja. Ja, geil, das ist ja toll. Das singe ich heute auch, ja. Ja, schön. Ja, da sind wir auf jeden Fall mal drauf gespannt. Und wen willst du hier heute unterstützen? Also unterstützen auf jeden Fall Tommy Watzke. Super, da freuen wir uns schon drauf und wir sehen dann gleich. Später werde ich noch so einen kleinen Videoausschnitt von Jason mit einarbeiten. Okay, okay, danke Jason. Ciao. Ciao. Du stehst am Fenster und du bist mir noch. Es ist unser kleiner Arm. Ich denk da dran, wie schön. Hier ist der Peter von der Buhre. Ich wünsche ihm Tommy alles, alles Liebe und Gute. Wir haben uns schön mal zusammengesetzt, ein bisschen gequatscht. Alles ist wieder gut. Und wie gesagt, ich wünsche ihm alles, alles Liebe und Gute. Ja, und da wollen wir hoffen, dass jetzt die CD-Präsentation hier der richtige Knaller wird, ne? Ja, klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Super. Einige Lieder kenne ich ja von früher. Ja, genau. Ja. Und drücke mal alle Däumchen. Ja. Peter, danke schön. Danke, gerne. So. Wollt ihr zwischendurch noch mal was sagen? Ja, in wenigen Minuten, liebe Freunde, geht es dann hier los. Die erste CD-Präsentation von unserem Tommy. Und wir sind ehrlich gesagt alle ein bisschen aufgeregt. Es sind eine ganze Menge Gäste gekommen. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf, dass wir mit unserem Tommy zusammen heute seine erste CD präsentieren dürfen. Und wie gesagt, Tommy ist ja nicht nur ein sehr guter und langjähriger Freund von mir, sondern wir gemeinsam werden heute Abend einen wunderschönen Abend haben. Ich hoffe, deine Gäste haben gute Laune mitgebracht, du bist in bester Stimmung und wir sind eigentlich vorbereitet, denn in wenigen Minuten geht's los mit der ersten CD-Präsentation von unserem Tommy, Tommy Watzke. Super. Tommy, sag noch was. Ja, bis später, ne? Gut, bis später. Ich bin ein Jung und komm aus Köln. Mit dem so oft abgemalt. Was soll ich sagen, soll ich denken?
Füße haben mich fein parat gemacht. Aber weil Deutsch ist ja mein Name noch von RTL, ne, von Hörfunk. Ja, stimmt. Das war ja so gegründet worden. Ne? Aber mein richtiger Name ist ja Graf, klar. Und sonst bin ich der Kirche Claudio, der Original Kirche Nikolaus. Ne? Und das haben wir nicht gefunden, singe besser. Ne? Genau. Da waren wir ja vorher immer zusammen. Ne? Junge genau. Von der Schleswig, 71 gegründet. Ja. Und immer so nicht der Wigger. Genau. Wir sind immer noch zusammen. Ja. Und wir kennen uns ja auch schon 40 Jahre. Ja, über 40. Ne? Ja, genau. Ich hatte ja 40 Jahre Nikolaus gehabt. Ja. Jetzt letztes Jahr. Und 30 Jahre Kirche Clowns. Und 46 Jahre von der Föße angefangen auf der Bühne. Hey, Föße. Hey, ja. Hey. So und warum bist du heute hier? In dem Tommy. In dem Tommy. Ja. Genau. Weil wir die neue CD ja präsentieren. Und der Adi hat alles gemacht, da freuen wir uns früher auf und die Jungen von der Schleswig im Grunde. Ne? Und das finde ich gut so, dass das Ding jetzt hier so läuft. Genau. Und Tommy ist auch schon mittendrin und wir gehen jetzt auch wieder rein. Ja, der Tommy ist normal immer hier mittendrin, ne? Ja. Aber auch nicht so oft, weil er auch nicht mehr raucht und nichts mehr trinkt. Ne? Deshalb ist er ganz gelassen heute. Super. So soll es auch sein. Genau. Und so ist er wieder gesund geworden und das ist wichtig. Genau so. Gesundheit zu sein ist immer noch wichtiger als das andere, ganze Sache, Fortdecke. Aber das andere so richtig stimmen. Ne? Genau. Gut. Und prima. Wir sagen mal tschüss. Ja. Tschüss, ne? Macht gut. Tony, nicht reden von mir, uralter Tony, ich kann doch nichts dafür, und sag, du hältst mir an, ihr Don, und jetzt bleibt doch und sieh, wer mir stand, und mach doch die Don, die andere Fetze an. Aber jetzt geht es noch mal. Rudi dann ab in die Stadt, ein Fett von Katja, von Baldos und Mark.
den Toni zu singen, aber auch die Gatti geht noch weg. Trudi, ich träume noch von dir. Und an jede uns Jod, ja an jede uns Jod. Wir leben alle, bis morgen, morgen. In der Stadt, Jod und Land, der Bus, aber wir ja noch nicht raus. Und man redet so schön, schön, schön für dich und für mich. Stunden sitz ich für mich im Leben und wie ein Film läuft alles bei mir ab. Mit sechs, da hat der Pap uns schon verlassen, doch irgendwie bist du nicht mehr allein. Da kommt mein Schatz hinein. Und wenn's dich wirklich glücklich macht, ja, da darf ich dich, mein Schatz, die ganze Nacht. Kalte Hände, kalte Füße, ja, das muss mein Schatzi sein. Hi, hi, ja, hi, ja, ho. Sitze ich in der Sauna und denke so an dich. Das Eis deiner Hände vergesse ich nicht. Ich habe heiße Liebe schon in mir gespürt. Dann kam dein Winterhändchen und dann hast du mich verführt. Hier. Kalte Hände, kalte Füße, ja, das muss mein Schatzi sein. Da kommt mein Schatzi rein. Komm, ich nimm dich in die Arme, dann bist du nicht mehr allein. Da kommt mein Schatzi rein. Und wenn's dich wirklich glücklich macht, ja, dann darf ich dich, mein Schatz, die ganze Nacht allein. Ups. Endlich woll ich doch reden, ja. Eigentlich bin ich doch nicht. Eigentlich wollte ich doch lesen. Aber eigentlich bin ich nervös. Eigentlich musste ich zur Arbeit. Aber eigentlich hab ich keine Lust. Eigentlich war's etwa. Eigentlich hab ich das alles schon gewusst. Ja, eigentlich, was etwa, eigentlich hab ich das alles schon gewusst. Jetzt bin ich voll, warum jetzt? Der Mensch muss vollkommen zu mir und sagt, Junge, bleib noch was mir. Ich hab ihm der Ofen geschenkt, noch in mir war Haus an Verhängen. Hey, man wohnt mit mir da. Und dann wurde mir langsam klar. Es hat zwar in mich schon geahnt, aber ich hab nur den gelben Zahn. Endlich wollte ich doch. Später kam, das gab mir dann den Rest. Ich dachte, es wär nix passiert. Da klingelt's an der Tür. Im Körbchen liegt ein Sweetspan und sagt Papa zu mir: Ja, 13 kleine Kinder sind durch mich auf dieser Welt.
jetzt glaube ich, gehört so lang kleiner wie ich, ne? Der Peter, wo ist der Peter? Peter, du bist du? Ja, der ist ein Stück kleiner wie ich. Das ist der Peter, der los auf, der geht hoch, ne? Der ist von der Buhre, ne? Dann ist der Schlagzeuger. Und ich habe gesagt, ob die zwei für mich jetzt zusammen singen hätten. Also das machen wir, ne? Ich habe nicht gefroren, ich schlag doch immer so, ich habe überhaupt nicht gefroren. Ne? Aber dieses Lied verbindet uns beide. Und uns beide verwendet das auch. Ne? Und dann haben die gesagt, okay, wir machen das zusammen, ihr kennt das Lied auch, das ist das bekannteste Lied von der Bohre. Ne? Und jetzt wisst ihr, was ich meine, Herr Kapellmeister. Ne? Das nächste Lied, was jetzt gehört, und das im Dreier. Kann man noch ein Mikro haben? Ich glaube, einer davon. Wo ist er? Ja, okay, alles klar. So. Ich könnte das teilen, ne? Ich bin so klein, ich muss jetzt ruhig sein, ne? Okay. Das nächste Lied heißt Rot sind die Hose. Come on, 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 come on
Wolfgang Hildebrand. Hallo, wie heißt du denn überhaupt? Gabi. Gabi, also, hallo liebe Gabi. Die CD-Präsentation von Tommy ist ja eben schon gelaufen. Was sagst du dazu? Also erstmal ist Tommy einer der wenigen Menschen in Köln oder wenigen Sänger in Köln, die überhaupt Kölsch singen können. Er singt für mich ein fantastisches Kölsch und das ist erstmal für mich, er lebt, wie soll ich sagen, er macht keine Show, er lebt das, was er ist. Ich sage, es gibt nur wenige Leute wie Udo Lindenberg zum Beispiel, der macht keine Show, der lebt so, wie er ist und genau das ist auch Tommy. Und ich finde, er schreibt gigantische Texte. Und vor allen Dingen, was mich am meisten, wie gesagt, daran erfreut, ist, dass er wirklich noch Kölsch singt. Und das schon seit zig Jahren und er ist einfach ein mega netter Mensch. Und deshalb sind heute auch ganz viele Leute gekommen, um hier dabei zu sein. Bei ihm live bei der CD-Präsentation. Ja, also ich kenne ihn seit actually 1998. Und da war er schon ein Knaller und als er dann mit dem Buren diesen Hit Roots in die Ruse gemacht hat, ich glaube, ich bin ein Mensch, der keinen Neid kennt, aber ich war so happy für ihn und ich finde es ganz toll, dass er jetzt nochmal durchstarte und da wünsche ich ihm also alles Glück dieser Welt. Weil das Business ist hart, aber er hat die Art und er hat das Können und er hat vor allen Dingen, es gibt viele Künstler, die können singen, aber die haben kein Charisma und kein Charme und er hat beides. Und das, denke ich, macht ihn aus. Genau so sehen wir das auch und deshalb sind wir heute alle hier. Ja, absolut. Dankeschön, Dank. Wolfgang. Okay, danke, liebe Gabi. Jetzt alle mit. Ihr seid alle vorbei dabei. Achtung, bisschen lauter, ja? Nochmal, komm. Es witzig für und dick. Das morgen zusammen, jetzt zusammen rück. Das morgen uns von der Hand und wir stammen auf unser Mann. In der Zick, wo dick zusammen rück. Ja, wir tun je lachen, machen uns befreut. Bist du ne Hurwiger, dann hast du nix bereut. Denn wir sind so Menschen, haben ne eine Schlag. Und wenn es hat, oh hat gut, helfen wir uns danach. Und wenn es hat, oh hat gut, helfen wir uns danach. Es witzig für und dick. Das Morgen zusammen, jetzt zusammen rück. Das Morgen uns von der Hand. Willi, ja. Du bist heute auch hier bei der CD-Präsentation von Tommy Watzke. Du hast gerade auch einen Gastauftritt hingelegt. Erzähl mal, wo warst du so? Ja, heute Abend war ich hier und davor war ich woanders. Genau. Musikalisch meinst du? Ja, genau. Ich war viele Jahre Frontmann der Gruppe De Fetzer, die man heute mehr aus dem Düsseldorfer Karneval kennt. Habe dann nach Köln gewechselt zur Band Jutta Bay, die auch hier aus Hohlweide ist. Seit der Zeit kenne ich auch den Tommy und habe dann 2003 die Gruppe Zapperlot gegründet, die viele Leute kennen, weil die Band innerhalb kürzester Zeit sehr erfolgreich war mit Gewinn der närrischen Hitparade. Wir waren dann in der Köln Arena mit dabei, am Heumarkt mit dabei und vor jetzt knapp 3 Jahren habe ich gesagt, das machst du jetzt mal alleine, nachdem ich 5 Jahre Pause gemacht habe und bin dann als eine Spitzmof, da ist der Name Programm, wieder auf die Bühne zurückgekommen. Ja, und das hast du eben richtig gut gemeistert hier, würde ich mal sagen, ne? Ja, keiner hat geweint, es gab kein Frischobst, ja, ich hatte damit gerechnet, ich war extra heute nicht einkaufen beim Rewe, ich hatte gedacht, es gibt vielleicht ein paar Tomaten, ein paar Eier, ja, wird nicht, also muss ich da morgen noch hin. Ne, war schön, hat Spaß gemacht und für den ganz besonderen natürlich für den Tommy, ne? Ja, ich danke dir auch an dieser Stelle, dass du hier warst und Tommy unterstützt hast und wünsche dir auch alles weiter Gute und viel Spaß. Dankeschön. Tschüss. Mach Liegestütz.
Dann 100 Meter, schwing mich auf mein Fahrrad drauf, rausche ab in meinem Tag. Und jetzt mal im Takt die Hände bewegen. Ich kann nur laufen, kann ich gehen. Ich hab Bewegungsdrang hoch 10. Schnaufe nicht mal, wenn den anderen denkt. Der Schläger bis zum Boden hängt. Ich bin echt ein Phänomen. Tja, es ist unerklärlich. Keiner ist so wie ich. Ich mach ne Mädchen aus dem Schirm. Denn die anderen haben schon was. Und ja,
The sunshine most of the time, and the feeling is laid back. Palm trees grow and the rains are low, but you know I keep thinking about making my way back. I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between the shores. It's fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I am, I said, to no one there. And I'm lost, and I can't even say why. Become a king, and yes, actually, he became one. Und ich bin ganz stolz, bei einer CD-Präsentation zu sein, und die Songs sind mega geil. Yeah. I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between the shores. It's fine, but it ain't home. Looks on, but it ain't mine no more. I am, I said, to no one there. And I'm lost, and I can't even say why. Why I am a sinner.
lost, and I can't even say why. I am myself. Mm-hmm. Oh yeah. Thank you. Hallo. Der Buhr der Tech, singe Mantelus und denk sich für Bay. Der Prinz, der Henk, singt kabernde Wand, die Jungfrau sät für Bay. Ihr wart Jod, ihr drei. Köln sät Jans Leis, malet Jod und goodbye. Malet Jod und goodbye. Die Kölsche Seele, sie brennt. Et vorn dolle Zick, wie ein Filje lacht, ihr vierter Honig. Ihr wart Jod, ihr drei. Köln seht Jans Reis, malet Jod und goodbye. Malet Jod und goodbye. Freundin von dem Lieben hier. Und ich singe jetzt das Lied Angie. Angies Ding ist das Lied stellvertretend für ihn und dass eure Liebe noch lange, lange hält. Und ich finde das sensationell, wenn man eine Freundin ins CD-Booklet packt. Also ich würde da nicht reinpassen. Wäre zu schwer. Bisschen besser raus. Willi, du bist Jod. Hast du ein bisschen Effekte auch da? Okay. When I am down and all my soul so weary, when trouble come and my heart burden be, I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. In the mountains, you raise me up to walk on stormy
zu uns. I'm strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Das ist einfach da, ne? Aber die Leute haben sich alle beschwert, dass ich nicht hier schwitze. Ich kann nicht dafür. Ne? Ja. Aber ganz davon abgesehen, das ging ja auch gar nicht. Ich konnte ja nicht schwitzen. Das war so eng da. Ich konnte mich ja nicht bewegen. Ich denke, ich bleibe mal schön auf eine Stelle stehen. So, ja. Das habe ich jetzt davon. Genau. Ich kann nicht hier schwitzen. Ne? So. Ja, ich würde sagen, Tommy, liebe Freunde, wir haben es geschafft. Dinge drum ist in die Erfüllung gegangen. Minge Drom, die neue CD von unserem Tommy, und es war ein toller Abend. Wir haben unheimlich viel Spaß gehabt. Wir haben tolle Titel aus diesem Album gehört. Du hast Gastkünstler gehabt und ich muss sagen, eine bessere CD-Präsentation kann es gar nicht geben, denn Singe Drom ist in Erfüllung gegangen. Tommy Watzke, vielen Dank. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken bei allen Leuten, die gekommen sind. Es war wirklich jetzt, es war jetzt warm, ne? Ja, man hätte nur den Finster so machen können, ne? Ja. Aber es war schön, ne? Ja, genau, richtig. Ja. Vielen Dank. Herrlich. Und Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns das nächste Mal mit Tommy. Auf deiner Bühne in Köln sehen wir uns alle wieder. Ja, aber ich möchte mich auch mal bedanken, meine lieben Gabi hier, ne? Das Mädchen, ganz ehrlich, die hätte heute schwimmen gehen können, ne? Hat sie nicht gemacht, ne? Ja, ich schon zu meinem Tommy, ne? Wir kennen uns schon viel. Schon das wissen die Leute schon längst, ne? Aber das fand ich toll, ne? Also das nächste Mal bringe ich zumindest ein Fußbad mit, ne? Okay. Dankeschön und tschüss. Tschüss. Tschüss.